Ja, nein. Da. Oder? Ja, da. Aha. Krieg mich nicht, krieg mich nicht, krieg mich nicht, krieg mich nicht. Gut. So, da rüber schweben. So, da kommen wir nicht hoch. Es sei denn natürlich, wir begeben uns höher. Ein ähnliches Rätsel hat. Na, danke für den Doppelsprung, den ich fand. Ja, ein ähnliches gerades Rätsel hatten wir damals schon in Soul Eater 1. Das hier ist nicht viel anders. Unterschied, dass wir halt eben noch beschossen werden nebenbei. Lass das. Und wieder zurück in Spektrale und hoffen, dass diesmal die Sache mit dem Doppelsprung klappt. Sehr gut. Ja. So, man müsste jetzt eigentlich wieder in die Wache kommen. Ja. Weißt du was? Diesmal kein Kompromisse. Der Riva geht natürlich einfach durch. So. Gegen Riva kann man nicht blocken. Was gegen den materiellen Riva? Gegen den spektralen Riva kann man ja ausweichen, haben wir ja gesehen. Da haben wir wieder so einen Schatten. Ah, muss natürlich einen Riva anhaben, natürlich. Wo muss ich hin? Versuchen wir es doch damit. Bauen wir einfach mal dieses Symbol nach, was wir da auf dem Obelisken zu stehen haben. Und zwar haben wir da die komplett schwarze Sonne mit einem Obelisken davor. Ich glaube sogar, das hier wäre der erste Raum gewesen, mit dem Hinweis darauf, was wir da im anderen Raum machen müssen. So machen wir es halt eben so. Und dann kommen wir jetzt, glaube ich, an die Schüssel. Ja, wunderschön. Und ja, das ist eine Schüssel. Wir können übrigens mit Gegenständen in der Hand können wir nicht gleiten. Aber da wir diese Schüssel in der Hand haben, reagieren diese Portale auf uns. So, man sollte übrigens solche Gegenstände niemals lange liegen lassen. Die verschwinden im Standardzeit einfach und kehren an ihren Ursprungsort zurück, da wo ich das Ding jetzt gerade nicht haben möchte. So, rein damit.
Als ich mich dem Altar näherte, spürte ich mit einem Mal, wie der Reaver erwachte. Wie in Williams Kapelle verschob sich das Gleichgewicht der Macht spürbar. Unersättlich und willensstark übte nun der Reaver die Kontrolle aus und ich verkam zur hilflosen Marionette. Der Reaver bohrte sich in den geheimnisvollen Altar, verschlang dessen Energie, die aus dem Inneren strömte, und raubte diesem Ort somit alle Macht. Gesättigt gab mich der Reaver wieder frei. Und ich erkannte, dass es sich bei diesen Heiligtümern um Schmieden handelte. Eigens dazu errichtet, dem Reaver die Macht der Elemente zu verleihen. Also was Ähnliches hatten wir schon mal. Wir hatten schon mal einen Feuerreaver, den haben wir leider verloren. Habt ihr gerade schon gesehen, wir haben jetzt mehr Energie bekommen. Denn durch diese Schmieden erhalten wir mehr Lebensenergie. Das Spiel spielt sich automatisch auf 100% durch, weil es keine Geheimnisse gibt. Schade eigentlich. Hallo, Reaver? Danke. Wir können den Reaver rufen und wegschicken, auch als Schattenreaver. Also er kommt auch als Schattenreaver wieder zurück. Wir verlieren ihn nur, wenn wir in die spektrale Ebene wechseln würden. Dann müssten wir ihn neu aufnehmen. Nun verstand ich den Zweck dieser eigentümlichen Becken, die ich immer wieder auf meinen Reisen gesehen hatte. Es waren Taufbecken der Elemente, jedes einzelne einem elementaren Wesen zugeordnet. Als ich die Klinge schmiedete, wurden alle Becken dieses Elements in Nostgod gleichzeitig aktiviert. Die Verbesserungen des Reavers waren niemals von Dauer. Doch diese Becken ermöglichten mir, der Klinge zu neuer Macht zu verhelfen, indem ich sie in die dort konzentrierte, elementare Energie tauchte. Ja, genau. Und waren die Schieberätsel noch eklig in Soul Reaver 1? Hier sind es Reaver-Rätsel. Konzentrische Kreise, einer den anderen verdeckend. Ich kannte dieses Symbol noch von der Tür, die den Zugang zu dem Heiligtum versperrte, welches ich im See außerhalb der Seraphanischen Festung gesehen hatte. Vielleicht würde ich ja jetzt, bewaffnet mit der elementaren Kraft der Finsternis, zurückkehren und mir Zugang verschaffen können. Ich finde das toll, wie er ständig einen Reaver ruft, um darauf zu gucken. Ich würde das nicht tun, das Vieh frisst dich. So, weg damit. Und nichts wie raus hier. Na, damit haben wir die erste Schmiede von, ich glaube, 4. Moment, es müssten 4 sein. Das müssen 4 sein. Wo ist mein Startbutton? Hallo? Wo war denn die Karte? Ach, hier. So, dunkle Schmiede. Licht, Feuer und Luft. Ja. Ja, 4 Schmieden. Feuer, genau. Die Schmiede fiel mir gerade ein. Ja, natürlich wieder ein Feuerriemer. Eine der, ja, könnte ich sagen, eher leichteren Schmieden. Die Luftschmiede wird dafür relativ interessant. Und die Lichtschmiede wird mich wahrscheinlich zum Schreien bringen. Der Retter kommt in Lumpen. Vorador? Anscheinend eilt mir mein Ruf voraus. Allerdings. Nur Gutes, hoffe ich. Ich beobachte dich schon, seit du aus dieser verfluchten Festung entkamst. Merkwürdig, dass deine Ankunft mit dem Verfall der Säulen einhergeht. Ich frage mich, bist du Auslöser dieser Ereignisse oder die Antwort darauf? Ich weiß nicht, was du meinst. Dann will ich offen sprechen. Ich misstraue deiner Herkunft, Fremder. Dass du aus den stinkenden Tiefen von Möbius Festung kamst, lässt mich zweifeln. Und was soll ich von deiner Erscheinung halten? Kein Mensch, nein. Eher Dämon als Vampir. Und die Säulen? Es kann kein Zufall sein, dass mit deiner Ankunft die Säulen verfielen. Daher frage ich dich nun,
Bist du ein Instrument der Zerstörung oder die Rettung der Säulen? Nichts davon. Nun gut. Schauen wir auf beide Seiten der Medaille. Ich folgte dir auf deiner Reise und sah, wie du munter Geheimnisse aufdecktest, die seit Tausenden von Jahren eingeschlossen und tabu waren. Der Pfad, auf dem du wandelst, steht nur einem Wesen offen. Du weißt nicht, was du bist, stimmt's? Ich war schon so vieles. Findest du mich unwissend, so erleuchte mich. Weshalb sollte ich's tun? Diese Welt ist ohne Hoffnung. Möge das Menschenvieh sie bekommen. Ich hätte mehr von dir erwartet als diese Kleinmut. Vor 500 Jahren wäre unsere Rasse bei den fanatischen Kreuzzügen der Seraphan beinahe ausgerottet worden. Und nun sehe ich das gleiche Drama ein zweites Mal. In weniger als einem Jahrzehnt hat Möbius' Bürgerwehr fast erreicht, was die Seraphan nicht schafften. Vampire kommen den Menschen nahe. Sieh, wohin es uns geführt hat. Was soll ich anfangen mit den Geheimnissen, die ich entdeckte? Die Darstellungen der geflügelten Rasse, die Säulen, der Reaver. Alles Märchen, Junge. Illusionen einer vergangenen Kultur, die hoffte, die Welt möge sie nicht vergessen. Ihr Erbe versickerte so lange, bis nur noch einer von ihnen übrig war. Was ihm blieb, war nur der Glaube an die alten Prophezeiungen. Auch wenn du bist, was du vorgibst, so ist dies hinfällig. Du bist einfach zu spät. Janus Audron, Hüter des Reaver, der letzte Überlebende und mein Schöpfer, ihn töteten die Seraphan vor fast 500 Jahren. Nur er hätte dir antworten können, doch sein Wissen starb mit ihm. Ich verstehe kaum, wie du hierher kamst, ohne seine Führung. Ohne den Reaver, den die Seraphan vor 500 Jahren stahlen. Ich fürchte, mein Freund, du und wir alle haben ganz einfach Pech. Warum sollte ich Vorador weniger trauen als den anderen, die ich traf? Tatsächlich war der Vampir eines der aufrichtigsten Wesen, denen ich bisher begegnete. Wenn Janus Audron der Schlüssel zu Janus Audron, würde ich ihn finden. Und Möbius' Zeitstromgerät würde mir zu der Passage verhelfen. Doch zunächst musste ich einen Weg zurück in die Festung finden. Und ich glaubte, dass die Weihestätte im See mir dabei behilflich sei. Ja, und wie immer, man kann mit diesen Sequenzen ganze Folgen füllen. So, wir haben es ja auch schon gesehen im Hintergrund. Hier haben wir eine Weihestätte der Luft. Warum sie hier ist, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. So, ich muss wieder zurück. Wir dürfen jetzt wieder zum See. Das war aber, glaube ich, in die Richtung. Aus. Verlebe. So, okay, wieder in Seele. Vielen Dank. So, wir dürfen jetzt den gesamten verdammten Weg wieder zurück. Und das ist noch untertrieben ausgedrückt. Wir werden diesen Weg übrigens noch ein paar Mal gehen müssen. Und ich sage einfach mal so, ich mag ihn nicht. Ich mag ihn wirklich nicht. Erstens mal verlaufe ich mich ständig hier. Wie auch jetzt gerade wieder. Ich hasse Unterwasser. Da lang, da lang.
So, wir können wie immer diesen leuchtenden Kristall folgen. Und du wirst wahrscheinlich gleich mal mit dem alten Gott unterhalten. Nicht, dass ich das wollen würde. Sieht wieder aus. Jo. Na, sieht vielleicht aus. Ach ja. Eher wieder. So, diesmal müssen wir es bekämpfen, weil der wird uns sonst von der Mauer. Der ist etwas stilsicherer als die Untoten. Nach oben war wahrscheinlich schon der nächste. Dieser nette kleine Balken, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Wenn der sich füllt, haben wir ein kleines Lebenspunkteproblem. Ich hänge jetzt gerade nicht mehr auf fest, oder? Gut, dass ich nicht mehr auf fest hänge. Weil sobald sich dieser Balken komplett füllt, hat er immer die komplette Kontrolle und frisst, glaube ich, die Hälfte unserer Lebenspunkte.